Ja gut, da kommen wir jetzt gerade nicht durch. Das wäre jetzt auch der letzte Raum, den wir so betreten könnten. Von daher können wir jetzt gerade dort nicht weiter. Die KPs nehme ich gerne mit. So. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal zurückgehen. Einmal kurz speichern. Ach, hier haben wir einen Speicherpunkt. Ja, schön. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut von Vorteil. Welches Level gerade haben wir? Level 7. Okay. Und wo kamen wir? Ach, von da unten. Huch. Da war gerade eine kleine Eilverwandte. Ich kann natürlich auch nochmal zurückkehren und dort auch nochmal ein wenig leveln. Klar. Wenn ich jetzt hier irgendwo irgendwelche Herzlosen finden würde. Vielleicht finde ich auch noch mal so eine Karte. Ah, da ist ja einer. Willst du wohl? Halt. Bleibst du mal? Hallo? Ich will dich angreifen. Hopp. Und zack. Ich kann gerade nichts machen. Ach, jetzt. Ich hatte mich gerade ein wenig gewundert, warum es gerade nicht weitergeht. Wie sieht denn jetzt mein Status aus? Nächste Stufe 393 Punkte. Okay. Im Groben und Ganzen sind wir hier jetzt quasi durch und dann würde ich jetzt auch mal so allmählich sagen, gehen wir mal weiter und kehren erstmal aus dieser Welt zurück und gehen ins Schloss des Entfallens weiter. Wo geht's denn jetzt hier weiter überhaupt? Ach, da. So. Beziehungsweise hier. Das war hier, ne? Quatsch. Ja, man kann noch mal diese Türen öffnen, aber das macht ja keinen Sinn, denn die sind ja schon quasi offen. So, und die Endräume quasi heißen immer gleich das Refugium des Siegers. So heißen die immer. So, dann wären wir jetzt in Traverse Town fertig und können einmal wieder zurück ins Schloss des Entfallens. Und wieder der Kuttenmann. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Noch ein Kuttenmann, aber ohne Kutte auf. Hello. What do you want? No hog in the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better. Geht's in den nächsten Kampf, natürlich. Und Axel wird uns noch eine sehr, sehr lange Zeit begleiten. Don't you go off and die on me now.
Ach, na toll. Natürlich ein Bosskampf. Okay, Axel. Und er hat natürlich schon. Ui, 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 ui. Ach, oh mein. Ja, er ist. Und er nutzt sehr gerne dieses in petto haben. Oh. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Einmal. Ah! Einmal. Oh, je, 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 je. Aua! Mensch! Einmal kurz heilen gleich. So. Boah, der hat unsere Karte schon wieder geschlagen. Na, warte, Axel. Na, so langsam kommen wir ihm bei. Oh, ich muss mal wieder neue Karten konzentrieren und los. Ah, wir haben ihn fast. Und Simba, schaffst du? Bist du. Ja, er schafft ihn. Oder auch nicht. Axel! Jetzt haben wir ihn. Nice! Und Axel ist einer der leichtesten von dieser Sorte. Da kommen noch ganz andere Kaliber auf uns zu. Wir haben eine neue Magiekarte gelernt. Feuer oder eine neue Magiekarte bekommen. Another one? What's it do? Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Axel! So leicht lässt sein Axel sich natürlich nicht kleinkriegen. I would give up oh so easily. You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Verwirrt den armen Jungen dich noch mehr. Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way. Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. So, und jetzt haben wir sogar ganze 5 Raumkarten erhalten, zwischen denen wir uns jetzt entscheiden können. Glaubst du, es kommen noch mehr von dort, wo Axel und der andere herkamen? Definitiv! Wenn uns Axel wieder begegnet, überlass ihn mir.
Okay. So, hinter uns liegt jetzt quasi die Stadt Traverse. Betrittst du ein neues Stockwerk, werden alle generierten Räume gelöscht. Kehrst du später zurück, musst du neue Räume mit neuen Raumkarten generieren. Ja, das ist mir klar. Ich werde trotzdem jetzt fortfahren. In die nächste Etage. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by, you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? Das war's nie. Das gab es noch nie. Gorge. Oh, it was a... Hollow Bastion. Holly? Holler? Sorry, I can't remember. Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Wie gesagt, sie haben sämtliche Erinnerungen verloren. So, die wabernde Kugel vor Sora ist ein Weltentor. Du kannst dich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast. Stelle dich davor und drücke Y, um das Menü für das Weltentor aufzurufen. Quasi können wir dann wieder in das untere Stockwerk zurückkehren, zu Traverse Town. So, einmal wieder speichern, natürlich. So. Wenn wir jetzt hier einmal raufgehen, dann können wir quasi hier nach S1 wieder gehen, zurück nach Traverse Town. Und wir sind jetzt gerade in S2, also Stockwerk 2, und können weitergehen. Wenn wir warten, bis sich Goofy erinnert, vergeht eine Woche. Oh, wie gemein. Holla, holla. Komisch, wieso erinnere ich mich nicht? So, jetzt haben wir quasi 5 verschiedene Welten zur Verfügung. Einmal Agrabah, die Arena des Olymps, Wunderland und Monstro. Und achso, und Halloween Town haben wir auch noch. Okay, ich würde fast sagen, wir machen mit Wunderland weiter, denn das war ja die nächste Welt, die wir so begegnet sind, nachdem wir aus Traverse Town zurück losgereist sind. Daher würde ich sagen, machen wir einfach jetzt mit dem Wunderland weiter. Wird dann ein bisschen chronologisch weitergehen, wenn es danach geht. Hey, da kommt wer. Das weiße Kaninchen schon wieder. Ich komme zu spät, ich komme viel zu spät, die Königin wird böse sein. Komme ich zu spät zum Prozess, heißt es ab mit meinem Kopf. Was meinst du damit, ab mit deinem Kopf? Bei Fell und Barthaaren, ich komme viel zu spät. Ab mit seinem Kopf? Für so einen friedlich wirkenden Ort klingt das ganz schön gefährlich. Und wieder natürlich die gleichen. Hier bekommen wir immer die gleichen Karten. Quasi der Schlüssel des Anfangs und die anderen, wie auch schon in Traverse Town. Die bleiben immer die gleichen. Und los geht's. Weiter erkunden und
Hier werden sich jetzt allerdings auch wieder die ganzen Gegner ein wenig ändern. Ähnliche wie halt auch zuvor in Traverse Town selbst schon.